Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, heute mit folgenden Themen. Auswärtsspiel, die Eintracht vor Hannover. Interview, Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner bei Axel Kruse. Und Harlem Shake, Hertha BSC tanzt Richtung Bundesliga. 4 Spiele ohne Sieg, 4 Spiele ohne Tor. Die Eintracht macht die bisher längste Durststrecke der Saison durch. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am Sonntag in Hannover. Doch davon redet momentan kaum einer rund um die Commerzbank Arena. Alles schaut auf Trainer Armin Fee. Bleibt er, geht er. Fakt ist, Schalke will ihn. Horst Held baggert am alten Kumpel aus Stuttgarter Tagen. Und Fee? Der sagte unlängst, er will nochmal Meister werden. Die besseren Chancen hätte er aller Voraussicht nach auf Schalke. Die Spekulationen um den Trainer werden anhalten, nicht die besten Voraussetzungen, um die Durststrecke in Hannover zu beenden. Bruno, die Gretchenfrage ist, Armin Fee, macht er weiter, macht er nicht weiter? Ich versuch's mal oder auf eine andere Schiene, wie sehr nervt sich eigentlich das ganze Thema, ob er nur weitermacht oder ob er nicht weitermacht? Ach, da stehen wir eigentlich drüber. Ich meine, wir hatten letztes Jahr bei der Vertragsverlängerung eine ähnliche Konstellation, wo Armin einfach gesagt hat, er wird erst sprechen, wenn wir aufgestiegen sind. Und ja, nachher war das der Fall. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir wirklich auch diese magische Grenze von 40 Punkten erreichen. Und dann schauen wir, dass wir mit ihm verlängern. Jetzt gab es die Meldung, Schalke 04 hätte schon unterschriftreifen Vertrag vorliegen. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn gefragt. Was hat er denn gesagt? Ja, natürlich, wir gleichen uns jeden Tag aus ab und von daher weiß ich schon um die Situation. Aber wir stehen auch dort über den Ding, ist ja ganz normal. Der Armin macht einen guten Job und es ist ähnlich wie bei Spieler. Er ist ab Sommer vertragslos, Schalke sucht einen neuen Trainer. Und dann ist es eigentlich naheliegend, wenn so ein erfolgreicher Trainer auf dem Markt ist, dass man sich damit beschäftigt. Ich sage, er weiß auch, was er an Eintracht Frankfurt hat und ich hoffe, dass er da bleibt. Armin Fee macht ja auch immer ein bisschen Druck, was auch gut ist für so einen Verein. Jetzt habt ihr in dieser Woche habt ihr ja das Gespräch mit dem Aufsichtsrat, das Budget ein bisschen zu erhöhen. Wie zuversichtlich bist du denn, dass die Aufsichtsräte sagen, wir geben hier mal 6, 7, 8 Millionen mehr aus? Ja, da kommt der Armin immer ein Stück weit schlecht weg, weil er immer die Forderungen ausspricht. Aber das ist natürlich muss für alle Beteiligten das Interesse sein, dass wir versuchen, die bestmögliche finanziellen Rahmenbedingungen zu stellen oder zur Verfügung zu stellen, dass wir den nächsten Sprit machen in unserer Entwicklung. Und da weiß ich, dass alle Beteiligten wirklich mit Hochdruck daran arbeiten und versuchen, so ein Etat abzubilden, dass wir den nächsten Schritt machen können. Da bin ich auch relativ optimistisch. Wir schauen jetzt mal voraus, wir spekulieren jetzt mal ein bisschen ins neue Jahr. Wer ist der neue Trainer im neuen Jahr bei Eintracht Frankfurt? Wer spielt auf der rechten Seite und vor allen Dingen spielt Eintracht Frankfurt in der Champions League oder in der Europa League? Ich gehe davon aus, dass unser Trainer Armin Fee ist, dass Sebi Jung unser rechter Verteidiger ist oder rechts hinten auf der Viererkette. Und schön wäre es, wenn wir uns europäisch qualifizieren könnten. Das hast du sehr, sehr diplomatisch gesagt. Dankeschön. Bitte. 0:1 verloren und trotzdem noch Erster. Berlin bleibt Spitze und noch etwas Gutes haben die Herthaner an der Niederlage in Dresden gefunden. In der Vergangenheit ist schon viel darüber gesprochen worden, ob wir überhaupt noch verlieren können und das hat, denke ich, überhand genommen. Natürlich wollten wir da auch wieder einen Punkt mitnehmen und jetzt ist es nun mal passiert und jetzt hoffe ich, dass wir alle wieder konzentriert bei der Sache sind und die nächsten Spiele gut angehen. Hertha nimmt das Ende der Erfolgsserie also relativ gelassen. Das dürfen sie auch nach 21 Spielen ohne Niederlage. Die Laune ist gut, bleibt gut, wie beim Harlem Shake im Hertha-Style. Ja, ich habe schon ein paar Videos im Internet dann vorher gesehen gehabt. Und dann kam, glaube ich, Mike Franz auf die Idee und kam auf uns zu und hat dann das Ganze ein bisschen organisiert. Und es hat großen Spaß gemacht auf jeden Fall. Fabian Lustenberger offenbart beim Harlem Shake mal wieder seine Allrounder-Qualitäten. Lusti, ganz in Weiß, macht die Welle und das ziemlich manierlich. Nur offen mit uns drüber reden will er irgendwie nicht. Wer das gesagt hat, dass ich das bin, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich noch rausfinden, wer das in die Welt gesetzt hat, dieses Gerücht. Aber ich kann nur sagen, dass ich in dem Video dabei war und dass es mir großen Spaß gemacht hat. Wer so eine Welle macht, muss das geübt haben. Man munkelt bei Hertha. Lusti habe diese Einlage auch schon mal in einem Club auf der Tanzfläche geboten. Ich glaube, wir sind alle recht gute Tänzer in der Disco dann. Vor allem, wenn es dann zu später Stunde ist.
Ja, dazu möchte ich keine Stellung nehmen. Ich weiß nicht, ob das lustig war. Irgendwann waren wir schon mal unterwegs, aber ist auch so ähnlich einer über den Boden gerobbt. Aber ich weiß nicht, ob das lustig war. Ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, wie alle anderen auch. Hertha tanzt Richtung Bundesliga, am besten weiter als Serientäter. Der nächste Dauerlauf ohne Niederlage soll am Sonntag gegen Duisburg beginnen. Übrigens, nicht nur Hertha BSC tut es, auch die Profis der Eintracht tanzen den Harlem Shake in ihrer Kabine. Vielleicht ja auch nach dem Sieg in Hannover in der Fankurve.